Fürbedienung. Klack, klingeln. Ist das nicht schön? Sowas gefällt mir immer. Das kann ich ja auch nicht beeinflussen irgendwie, oder? Nö. Kann ich irgendwas verwenden? No staples to be removed. Leider nicht. Kann ich die Schaufel verwenden? Kann ich das Schwert verwenden? Kann ich das Fleisch verwenden? That doesn't seem to work. Anscheinend nicht. Ich bin bei dem Tresor auch wieder ein bisschen überfragt. Denn ich habe keine Ahnung, was ich da eigentlich tun soll. Ich glaube nicht, dass mir der Affentanzier weiterhilft. Weil ich ja immer nur in eine Richtung drehen kann. Zurück 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4. Wenn ich eine Richtung immer auswählen könnte, dann wäre es was anderes. Aber das hilft mir hier leider nicht. Obwohl ich mir schon vorstellen könnte, dass das irgendwie was mit dem Schatz hier dahinter zu tun hat. Die Frage ist nur, wie. Wenn man den ja wirklich nicht großartig verwenden kann. Oder? Warte mal. Wenn ich dann schiebe. Ach, jetzt geht er zurück. Entscheid dich mal! Verstehe den nicht. Was? Zum Teufel! Ach, jetzt bin ich auf Zieher eingestellt, oder wie? Warte mal, kann ich es in die andere Richtung jetzt noch drehen? Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Kann ich es ziehen? Achso, ziehen tue ich schon die ganze Zeit. Schieben. Warte mal. Das ist in die Richtung. Einmal ganz. Nur mal testweise. Bis er den komischen Sound macht. So, probieren wir es jetzt einmal. Zurück 2, 3, 4, links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4. Zurück 2, 3, 4. Jetzt ist die Frage, was zurück ist. Nehmen wir mal. Ziehe war in die Richtung. 1, 2, 3, 4. Dann links 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann kommt rechts 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dann kommt wieder. Wenn er erstmal aufmachen würde. Links 2, 3, 4, rechts 2, 3, 4, zurück 2, 3, 4. Links, rechts, zurück, rechts, links, zurück. Links, links war ziehen. Links 2, 3, 4. Oder drücke ich da einmal zu viel, wenn es den Sound macht? Das kann sein, warte mal. Zurück 2, 3, 4. Probieren wir mal. Ich drücke jetzt mal. Lass nur probieren. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Zurück 2, 3, 4. Dann habe ich 2, 3, 4. Und rechts 2, 3, 4. Dann zurück. Mal zurück, links, rechts, zurück, rechts, links, zurück.
Er müsste jetzt links sein. Ziehe. Das dürfte falsch gewesen sein. Ah, ich... Ups. Ah, so, ich will es jetzt einfach einmal probieren. Tipp. Vielleicht kann dir der Gemischwarenhelden dabei helfen. Was? Dann schreiben wir es dann Folge ihm anschließen, wenn er aufbricht, um mit dir zu sprechen. Hä, dem kann ich doch gar nicht folgen. Wollt ihr einen Tipp zu dem Tresor haben? Ach, jetzt kann ich ihm folgen. Ja, klar. Ja, nee, ist klar. Logisch. Warte mal. Das habe ich doch beim letzten Mal probiert. Hey, where'd you go? Und dann konnte... Way across the island to try and get you a reservation with the Swordmaster, who, by the way, says you can go jump in the lake. And when I come back, whew, you're gone. See if I ever do you a favor again. What do you want? Also beim letzten Mal habe ich doch probiert, dann rauszugehen. Ach so, das war wegen... Ah, Gott, das hat nicht geklappt, weil ich da die Gegenstände im Inventar hatte, was ich nicht bezahlt habe. Deswegen konnte ich nicht raus. Ah, verdammt! Hätte das irgendwie überspringen. Look, I told you she doesn't want to see you. Maybe if you asked her again. Das nervt mich ein bisschen, dass man das nicht überspringen kann. So, probieren wir mal, dem zu folgen. And don't touch anything. Keine Sorge, fass nichts an. Wir gehen dir einfach nur nach. Darüber geht er. Komm, schnell! Komm! Lauf! Miskal, lauf! Der hat einen Vorsprung! Da läuft er. Bin gespannt. Nein! Falscher Moment. Okay, weiter geht's. Meine Aufregung wieder vergessen, so weit rüber zu rücken. Ich muss das wirklich wieder ausstellen. Selten mit dem erweiterten Bildschirm, damit ich die Audacity-Aufnahme nebenbei noch anschauen kann. Ist halt vom Aufnehmen her praktischer. Hä? Jetzt hat er mich abgehängt, oder ich war zu schnell. Ah, warte mal. Jetzt habe ich dich, du kleiner Mistkerl. Du kleiner Mistkerl, kommst du mir nicht davon. Ah, da läufst du lang. Da war ich auch schon mal. War hier überall schon mal. Ich habe den ganzen Wald schon erkundet. Und nichts gefunden. Und jetzt läufst du, blöder... Sag mir hier einfach vor. So, jetzt habe ich es mal ganz geschwind umgestellt. Jetzt kann mir das nicht mehr passieren. Ich hätte schon vor... vor drei Abstürzen machen sollen. Ach, sieh einer an. Was wir hier nicht alles für kleine Tricks haben. I better just stay back here and eavesdrop. Mhm. Guter Plan. Hello again, Carla. I thought I told you to get lost. Actually, I'm here on business. This kid come into my store, see? Face it, you crusty old lech. You'd make any excuse just to come out here and bother me. Yeah, I guess so. Cut it out. I'm sick of it. Take a hike and don't come out here again. Someone might follow you, and then I'd become another Melee Island tourist attraction. Hey, it's your loss, baby. Yeah, right. Now scram. Okay, aufpassen. Oder geht er einen anderen Weg? Scheint einen anderen Weg zu gehen. Okay, dann können wir mit der Schwertmeisterin reden. Sehr schön. Okay, hat die Tipps bringen's. Kann man sagen. How dare you approach the Swordmaster without permission, which I surely didn't give you. Du erinnerst du... Schwer. Du erinnerst dich nur nicht. Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Mein Name ist Guybrush. Du bist des Todes. Hi, verkaufe diese tollen Lederjacken. Willst du auch eine haben? Jetzt zwei Stück für den Preis von dreien. Nicht? Nein? Okay.
Okay, dann reden wir einfach nur. I beg your pardon. I must talk to you. I doubt that. Everyone who comes here is prepared to fight. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. What was your final grade in Captain Smirk's sword fighting class? Grade? Class? You mean you came here to take on the swordmaster of Mele Island, possibly the greatest sword fighter in the entire Caribbean, without a single lesson in the art of fencing? Yep. How did you expect to defend yourself? Gee, I don't know. I see. Obviously not with your razor-sharp wit. I'd advise you to seek out Captain Smirk's and get some real training. It would hardly be ethical, sporting, or even interesting to fight someone as unskilled as yourself. So beat it. Ach, schade. Und wo finde ich den jetzt? How dare you approach the Swordmaster with... Oh, it's you again. Wie sie sich immer freuen, wenn sie mich wiedersehen. My name is Guybrush Threepwood. I've come to kill you. Nothing like being honest. I told you, I'm not gonna fight you until you get some training. Oh, komm. Schade. Hätt's jetzt gern getan. Okay, wir müssen den General Shrink, Schrimp, Schmink, was auch immer Kopf finden. Irgend so einen Kerl halt. Komme ich da jetzt direkt hin? Das müsste der... Ah, der Punkt da drin. Okay. Dann ist das Rätsel zumindest gelöst. Habe ich jetzt eigentlich was Nutzloses im Inventar, was nutzvoll aussieht? Nö. Ah, warte mal. Der heißt aber nicht General Schrimp. Nö, ist nur ein Speer. Ist kein General Schrink, Schrimp. ein Schrimp. Lecker. Ah, aber was sein kann, ist, dass der General, dass der in der Stadt da hinten ist, bei den ganzen Lichtern, wo ich noch nicht hingekommen bin. Vielleicht kann ich ihm den Klammeraffen anbieten. Komm her nur hier, sieh her. Kann ich dir den da anbieten? That's pretty useless. But it's not what I want. Ah. None shall pass. Weiß nicht wieso, dass das Dokument nicht nehmen will. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. None shall pass. You must pay a toll. Shouldn't you have eaten me by now? I'm not hungry. Ach Gott sei Dank. You can't pass until you pay the toll. How much did you say the toll was? I want something that'll attract attention, but have no real importance. None shall pass. Da eignet sich doch, das ist doch perfekt. Ich verstehe nicht ganz, wieso nicht. Das ist ein Dokument, okay. Geben das Dokument. Es sieht wichtig aus, aber ist nutzlos. Verstehe nicht, was der haben will. That's pretty useless, but it's not what I want. Was willst du? I'm hungry waiting for you. How about something to eat? Wie wär's mit einem leckeren Stück Fleisch? Ah, du hast gerade gesagt, du hast Hunger. Du kleiner Mistkerl. Du willst hier ja gar nichts haben. Such a paltry amount. Ja, eigentlich schon. Du siehst bestechlich aus. That's pretty useless, but it's not what I want. Bah, was willst du denn? Mistkerl. None shall That's pass. Pretty useless, but it's not what I want. Schwert will er auch nicht haben. That's pretty useless, but it's not what I want. Man kann mir nicht vorhalten, dass ich es nicht probiert habe. Das habe ich ja im Prinzip alles einmal verwendet jetzt.
Okay, aber hier will ich jetzt nicht sofort wieder einen Tipp verwenden. Irgendwas muss man noch finden. Gehen wir mal kurz zum Zirkus.